Geht los? Okay. Ja, willkommen zurück. Ich bin Sebastian und das ist ein 71er Lincoln Mark III. Und heute geht es um das Thema Vergaser. Bevor wir jetzt loslegen, abonniert unbedingt unseren Kanal, wenn euch unser Content gefällt. Und lasst ein Like da. Ganz kurz zur Hintergrundgeschichte. Dieser Wagen hatte ein Problem mit dem Vergaser. Der ist komplett übergelaufen. Das Schwimmernadelventil hat nicht zugemacht und der Sprit ist, die Pumpe hat gepumpt und der Sprit ist übergelaufen in den Brennraum und das Auto ist einfach ausgegangen. Es soll heute das Thema Vergaser sein und zwar, wenn ein Vergaser mal nicht rettbar ist, gibt es ganz viele Punkte, auf die man achten sollte, wenn er neu kommt, wie man ihn noch überprüft und wenn man den Vergaser montiert hat, was man alles einstellt. Also viel Spaß. Ja, wir sind heute nicht bei uns in der Halle, sondern wir sind heute bei Tom's Club Cars, also Tom's Club Collector Cars. Das ist unser Geschäftspartner, der Tom Witzel. Sein Lincoln, der hatte das Problem mit dem übergelaufenen Vergaser. Wir haben den schon repariert und den werde ich jetzt montieren. Dann erkläre ich euch, worauf man achten muss, wenn man ihn montiert hat. Also wir tun jetzt so, als wäre der Vergaser komplett neu. Der ist nicht neu, der ist überholt. Weil überholen ist immer besser, das wollte ich noch mal kurz dazu sagen. Eure originalen Vergaser, tauscht sie nicht aus, schmeißt sie nicht weg. Zu 95% kommen wir sie wieder hin. Aber wenn diese Vergaser neu zu uns kommen oder zu euch nach Hause oder wenn ihr sie irgendwo anders bestellt, dann müsst ihr dringend einiges beachten und das zeige ich euch gleich. Aber zuerst montieren wir hier den Vergaser und schauen, ob er damit läuft. Hier, das ist die alte Dichtung, die kann man natürlich nicht mehr nehmen. Aber die haben hier so Metallringe, die dienen als Anschlag, dass man die Dichtung nicht überziehen kann. Wenn man so einen Vergaser montiert, dann darf man auf keinen Fall Dichtmasse nehmen. Also bitte, setzt die Dinger nicht mit Dichtmasse ein. Es wird dicht, wenn ihr eine neue Dichtung habt und der Untergrund komplett plan ist. Dann wird das dicht. Das ist der. Mal kurz gucken. Ach, kommt mal kurz her. Das sind die Gemischeinstellschrauben. Damit können wir das Leerlaufgemisch einstellen. Ja, also das ist für den TÜV zum Beispiel relevant. Wir haben ja in Deutschland den Grenzwert von 3,5 Volumenprozent CO. Und das kann man dann hier unten einstellen. Guckt bitte, dass hier nichts im Weg ist, kein Schlauch, den ihr mit einklemmt und dass der Vergaser nicht kippelt beim Einbau und überzieht die Schrauben nicht. Es gibt vorgeschriebene Anzugsdrehmomentwerte und die sollten wir auf jeden Fall einhalten. So, ich mache das immer gern so, dass ich den Vergaser erstmal einmal nur ansetze und dann alles anschließe, was anzuschließen geht und ihn dann erst final festziehe. Dann kann ich sicher sein, dass mir hier nichts eingeklemmt ist. Das ist jetzt hier noch die Vorwärmung von dem Kaltstart, von der Schuckeinrichtung. So, alles ist angeschlossen. Jetzt können wir den final festziehen und dann sind wir auch schon durch. Dann können wir den laufen lassen. Also, was gibt es jetzt zu beachten? Der neue Vergaser ist montiert. Oder jetzt so wie er hier. Als allererstes müsst ihr gucken, dass die erhöhte Leerlaufdrehzahl, die mit der Schubklappe verbunden ist, dass die nicht auf Vollanschlag steht. Denn die Autos müssen einen erhöhten Leerlauf haben, wenn sie kalt sind. Sonst gehen sie euch aus. Und das muss eingestellt werden. Der darf nicht zu hoch sein. Der darf auch nicht zu niedrig sein. Sonst machen wir einen Gang rein und das Auto geht aus. Bei dem hier zum Beispiel
wird das jetzt hier hinten eingestellt, auf der Seite, in der Nähe von der Schokdose. Kommt mal von hinten mit dem Schraubendreher ran. Wir haben es auf der Werkbank schon eingestellt gehabt. Und bei den Cadillacs, bei den Rochester Vergasern, von hier vorne mit einem langen Schraubendreher. Im Zweifel legt euch einen Schraubendreher bereit und dreht den Leerlauf, sobald der Motor an ist, hoch. Ganz wichtig, ihr dürft kein Gas geben. Die Klappe muss komplett geschlossen sein. Und ganz wichtig, steigert euch von langsam auf schnell. Das ist ganz wichtig. Und es geht immer nur in den ersten paar Sekunden. Ansonsten muss man wieder einen Tag warten, damit der Motor richtig abgekühlt ist. So, fahren wir aus. So, startet nochmal bitte. So, der erste Gasstoß. Wir haben den jetzt natürlich mal einmal rausgefahren, weil der gestört hat in der Halle. Aber im Prinzip ist das Gleiche. Darauf achten, dass die Klappe aufgeht, langsam und stetig. Dafür ist der Schock da. Und wichtig ist, dass sie aufgeht. Wenn sie nicht aufgeht, dann habt ihr dieses Phänomen. Dann habt ihr dieses Phänomen, dass der Motor richtig scheiße läuft. Dann müsst ihr die Klappe mal aufmachen und gucken, ob er sich dann stabilisiert. Ja, dann läuft er nämlich zu fett. Und ihr müsst was am Kaltstart einstellen. So wie das jetzt ist, ist es gut. Und solange der Motor so schön läuft und nachher auch im Leerlauf so läuft, braucht ihr an den Gemischschrauben nichts verstellen. So. Ihr seht schon, die Klappe geht jetzt langsam auf. Und dann geht auch nachher die Leerlaufdrehzahl geht dann auch runter. Wenn er nachher, wenn die Klappe komplett geöffnet ist. So. So, das ist ein Leerlauf. Und ein bisschen könnte man ihn noch mal ein bisschen nachjustieren, aber der ist nicht warm. Also er muss auf jeden Fall betriebswarm sein. Und wir werden jetzt mal den Tom bitten, dass er uns den Wagen mal warm fährt, weil er mit 10 Grad da drin sitzt. Also so wie der jetzt läuft, so läuft der richtig schön, da würde ich auch nichts dran rumstellen. Dann, wenn er jetzt unruhig laufen würde, würde ich die Gemischschrauben ein wenig anpassen. Aber da der Wagen jetzt hier gut läuft, lasse ich das lieber. Denn never change a running system. So, hier ist ein Vergaser, der ist nicht mehr reparabel. Der hat irgendeinen Grobian. Diesen Deckel hier verzogen. Und zwar kann man das hier auch schön sehen. Der ist hier viel tiefer. Das ist, wenn die Vergaser eingebaut werden, diese Rochester, das ist jetzt ein Vergaser von einem 72er Cadillac. Bei den Rochesters werden die hier mit zwei Schrauben festgemacht und da. Und normalerweise haben die einen Schlitz. Es gibt auch welche, die haben 6-Kant, eher spätere Modelle. Und dann gehen die Leute her und ziehen die an bis zum geht nicht mehr. Und dann passiert genau sowas. Dann werden die hier undicht, liegen nicht mehr plan auf. Und dann kann man die eigentlich nur noch in die Tonne werfen, die Vergaser. Weil das kriegst du nicht mehr gerichtet. Und dann haben wir jetzt hier einen komplett neuen, beziehungsweise einen überholten, von einer Firma in Amerika. Und die machen die Sache echt gut. Also ihr müsst da echt gucken, ihr könnt nicht jeden nehmen. Denn wir haben da schon Sachen erlebt, mit Strahlgut noch in den Kanälen, mit verbogenen Ventilen, mit verbogenen Röhrchen. Also es lohnt sich immer noch mal reinzugucken. Und wir haben hier jetzt reingeguckt und haben alle Einstellungen überprüft und es war alles gut. Und haben jetzt ihm hier seine ganzen Anbauteile rangebaut. Der Kunde kriegt diesen Vergaser quasi komplett vormontiert. Sowas hier, das fehlt alles. Der hier hat gefehlt. Auch hier der Kaltstart.
Das wird alles auf der Werkbank alles geprüft, dass das hier alles auch funktioniert. Und das muss in jedem Fall immer voreingestellt werden. Ihr müsst den Schwimmstand einstellen bzw. kontrollieren. Ihr müsst den Abstand hier muss kontrolliert werden. Ihr müsst auf dem erhöhten Leerlauf, auf der zweiten Stufe vom erhöhten Leerlauf, muss der Spalt hier geguckt werden und so weiter und so fort. Also ihr könnt den nicht einfach einbauen, sondern ihr müsst vorher alles checken, was zu checken geht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst und auf jeden Fall ein Abonnement und folgt uns auch auf Instagram, denn da stellen wir täglich Videos von unserer Werkstatt ein. Also bis zum nächsten Mal, euer Sebastian.